Lernen, Bubernen, würde Helge sagen. So, dann mach das mal klarer. Oh, da schaut er ein wenig verbissen. Ja, so muss ein Rocker schauen, ne? So verbissen habe ich ihn noch nie gucken gesehen. Ja, Konzentration auf das Stück. Rock'n'Roll, das war's gewesen. Yeah. Chaka. So, Gitarre für mindestens 6 Sims spielen. Es kommt ein Call rein. Dekor für die Sinne. Ein Besitzer des Restaurants möchte gerne aufstrecken, einen jungen Künstler. Restaurant, wie viele Bilder muss er denn da machen? Lieferbild im Wert von 450 Steine. Das kriegen wir hin. So eine kleine Ausstellung ist immer gern genommen. Dann gehen wir mal direkt nach Hause. Wobei, hat Susi das Bild schon verkauft? Scheiße, ja, sie hat es wahrscheinlich schon verkauft. Sag mal, Susi, musst du nicht arbeiten irgendwie? Ja, um 1:30, glaube ich, erst. Aber wieso sitzt sie da unten? Einmal Pommes? Ja gut, dann muss Amadeus doch was Neues malen. Okay, 450 Steine. Fahrgemeinschaft für Susi fährt in einer Stunde. Ach nee, das ist Susi. Fuck, ich verwechsel es immer. Verzeiht mir. So, malen. Machen wir mal ein mittleres. Das geht ein bisschen schneller. Susi, Kind, wo steckst du? Da steht sie rum wie nichts Gutes. Hallo? Susi, wo bist du? Da kommt sie. Ja, sie hat immer noch die Klamotten als Bühnenarbeiterin drauf, auf den Körper geschnallt. Allerdings denke ich mal, gleich, wenn sie bei der Arbeit gewesen ist, wird das ein bisschen wechseln. Ich bin mal gespannt, wie die neue Klamottentechnik aussieht. Als Managerin muss man jetzt schon ein bisschen was repräsentieren irgendwie, ne? So, was will Susi denn jetzt machen? Computer spielen soll sie. Allerdings, wir haben ja so eine coole Konsole. Warum geht hier ein Computer? Ja, vielleicht ist das Flair, vielleicht muss es einfach manchmal der Computer sein. Ich weiß es nicht. So, okay, da kommt auch schon ihre Fahrgemeinschaft. Mal gucken, ob sie die Klamotten gleich hier wechselt. Ja, bei Amadeus schmatzen die Farben, wie gehabt. So, Susi, Kind, komm. Jawohl. Oh, das macht sie in Standardklamotten. Okay. Und sie steht wieder feste. Das bedeutet, liebe Freunde, eine kurze Speicheraktion. Ich bin gleich wieder da. So, da sind wir auch schon wieder. Wie gesagt, solange das Spiel noch leicht instabil läuft, was ja momentan immer noch der Fall ist, bitte ich das zu entschuldigen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Und ja, ich denke mal, kann man mit leben. Ist ein kleines Sekündchen in der Sequenz allgemein. Und naja, dafür kann das Let's Play zumindest erstmal normal weiterlaufen. So, kriegen wir denn ein neues Auto? Ja, ist noch der gleiche geblieben. So, normaler Betrieb, was machen wir hier? Wir relaxen noch mal ein bisschen. Cooler Job mit Musikern relaxen. So. Amadeus, mein Junge. Hier fehlt irgendwie ein bisschen Musik. Okay. Dann gib mal ein bisschen Gas, dass wir dein Bild verkloppen können. Derweil können wir noch mal ganz kurz... Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Schauen wir mal kurz ins Star-Tagebuch. Okay, knapp bei der Hälfte. So.
Ja, wie gesagt, eigentlich, also für einen Koten denke ich, man müsste die Hütte groß genug sein. Wir müssen irgendwie halt ein Kinderbett irgendwo platzieren. Mal gucken, ob wir das hier irgendwie hinkriegen, sonst kriegen wir das auch ins Schlafzimmer. Und natürlich ein paar Spielsachen müssen auf jeden Fall an den Start. Und dann gucken wir mal. Also eigentlich müsste die Hütte groß genug sein, denke ich mal. Ich weiß es nicht ganz genau. Wir testen das sonst einfach mal aus. Okay, hier ist noch alles im grünen Bereich. So, Amadeus, drei Viertel hat er. Gib Kette, mein Freund. Ja, das sieht mächtig. Was könnte das sein? Sieht so ein bisschen wie Pantoffeltierchen auf Technotrip aus. Ich weiß es nicht. Pantoffeltierchen auf Ecstasy, okay. Ist auf jeden Fall schön poppig. Kommt mal, Deus, Gas geben. Tja, wie könnte man das nennen? Er überlegt selber gerade. Ist sich nicht ganz schlüssig. So, okay. Das könnte auch eine Qualle sein. Wir machen mal. Oder doch, komm. Qualle in grün, das verkloppen wir jetzt nicht, das nehmen wir nämlich jetzt. Und werden das auch gleich direkt liefern. Genau. Ab zum Restaurante. Oha, er steht schon wieder verdächtig lange in der Luft rum. Aber Freunde, ihr kennt das ja. So, gucken wir mal, was die uns zahlen. Also ein Bild für 450 Steine, da gibt meistens gibt es da ein bisschen mehr. So, derweil einmal, Entschuldigung, grüne Suppe tanken. Pommes grün bitte zum Mitnehmen, danke sehr. Amadeus Rockstein, geh dein erstes Ausstellungswerk verkaufen. Die rote Zitrone bringt dich locker dahin. Und dann kannst du auch schon abgehen. So, Susi hat ihr Tagwerk vollbracht und 257 Pfeifen nach Hause gebracht. Das ist nett. Aha, schön hier. Das ist der kleine Mr. Atkins. Der scheint Schmacht zu haben. So, hier fliegt die Kuhpflanze. Das scheint der trendigste Ort in der Gegend zu sein. Was macht uns Susi derweil? Oha, es häckelt wieder. Unterricht vom Meister, das machen wir doch mal. So. Geschäft abgeschlossen, 3.912 Euro bzw. Simoleons für ein Bild, was 450 Steine wert ist. Coole Nummer das. Er klingt halt Spaß. Der guckt sich die Burger an. Na, geht er rein, geht er rein? Wo steckt uns Amadeus? Ah, im Hinterausgang. Den Lieferantenausgang. Jetzt will er Schießbude spielen. Betzel, okay. So, Susi geht derweil dem Meister lauschen. Rock'n'Roll. Dann sollte man ein bisschen was lernen. Lernen ist nie verkehrt. Geht Susi denn wenigstens zu Fuß? Jawohl, ja. Nicht so ein Öko-Pirat wie unser Amadeus. So, was treibt sich hier für ein Volk rum? Ja,
was hat die Dame hier für Sorgen? Elvira Slayer. Die Dame scheint auch ein wenig unentspannt zu sein. Kind, was los? Kindheitstraum. Hey Amadeus, hier spricht eine Agentur. Bla bla bla. Die Angestellten des Krankenhauses. Okay. Die Kinder bespaßen. Das machen wir doch gerne. Können wir das auch direkt machen? Nee, da ist wohl schon dicht um die Zeit. Klar, 7:45, die Kinder gehören ins Bett. So, Amadeus. Was macht er? Ja, hier steht hier einiges an Volk rum. Dann geh doch mal hier hin, mein Freund. Wer kommt da? Oh, der gute Mr. Stanley. Was will er hier mit Alexi Fresco Gemmen? Okay. Komm, den guten Jet Atkins, den texten wir erstmal ein bisschen zu. Obwohl, es ist sehr dunkel hier. Die machen alle Pinos. Ja, ja, die Möwen im Hintergrund. Okay, guter Bekannter. Ja, weil der kleine Atkins ist ja ein berühmter, berüchtigter, talentierter Jungmusiker, wie wir wissen. Die machen hier alle ihre Pinos. Wer kommt da? Lala Anglista, okay. So, schwärmen wir ein bisschen was von Musik. Jet ist freundlich, ja, das glaube ich sofort. So, reden wir noch ein bisschen was über Kunst. Was kriegt er hier für einen Anfall? Lavender Hammer, okay. Plaudern wir mal eine Runde. Sebi, Mior Baton. I'm sorry, I'm Java Zoo. For Nibaga. So, Susi lauscht immer noch dem alten Meister. Okay. So, 270 Steine hat das gebracht. Coole Nummer, das. Was machen wir jetzt, Susi? So, kurzes Foto gemacht. Basage. Basage, genau. Was machen wir? Susi, hallo. So, ist doch ziemlich düster hier. 5 Hotspots aufsuchen, okay. Das werden wir jetzt wohl nicht hinkriegen. Allerdings werden wir jetzt hier mal ein bisschen für Trinkgeld spielen. Amadeus, mein Freund, wo steckst du? Was treibst du? Zip. Okay, das ist sehr, sehr dunkel. Wir schicken Amadeus mal kurz nach Hause. Während die gute Susi ein paar Brötchen verdient. Okay, da fährt sie mit dem Wagen hin. So, hier ist ja ein Hotspot in der Nähe, das heißt, da sollte es gleich ordentlich scheppern. Amadeus fährt brav nach Hause. So, einmal Pommes grün-weiß. Holen wir mal die Post. Ich glaube, das dürften auch die Bücher sein, die wir schon so geschrieben haben. Oha, er steht wieder verdächtig lange in der Luft rum. So, Susi am Scheppern. Okay, sie spielt auch die E-Klampfe. Ja, die ersten 27 Pfeifen sind eingestrichen. 28.
So, und Amadeus, mein Junge? Okay, es rückelt und hakt wieder ein wenig. Der geht jetzt erstmal die Post holen. Okay, Logikband 1. Packen wir mal da rein. Packen wir da rein. Da rein. Da rein. So, ein wenig Ballast in das schöne Bücherregal. Ihr seht, das ist auch ein bisschen voller geworden. Das ist ganz witzig. Wenn man da Bücher reinstellt, füllt sich das Regal. Wobei es nie ganz voll sein wird, aber... Das sieht doch schon nach was aus, ne? Wie ich schon mal sagte, ein Haus ohne Bücher ist wie ein Land ohne Leute. Bei Susi Shepherd's ganz gut. So, Amadeus. Was haben wir da gekriegt? Ja, das sind die Bücher. Dann geh doch mal direkt nach Hause und packen wir die auch noch direkt ins Inventar, beziehungsweise ins Bücherregal. 1948 und der Weltraumspion. Zwei Science-Fiction-Romane von Amadeus Rockstein. So, Malereifähigkeit will er perfektionieren. Okay. Machen wir mal ein großes Gemälde. Muss Susi denn morgen schackern? Ne, morgen hat sie frei. Mittwoch hat sie frei, das ist gut. Ihre Laune ist nicht ganz so super, okay. So, was sagt das Star-Tagebuch? Schon wieder gewachsen? Ja, ein bisschen. So, es ist 1.40 Uhr, da können wir eigentlich nirgendwo mehr hingehen. Außer in die Disco vielleicht, wobei... Ne, die machen ja, denke ich, auch mal gleich zu. Das Brightmoor, da soll er doch eh noch was machen, aber das wird zeittechnisch wohl nicht mehr reichen. Machen wir morgen. Ja, ihr seht, die Frames wandern langsam nach. Ah, guck mal, hier ist das Stillleben von Susi. So wird es irgendwann aussehen. So, bei Susi scheppert es immer noch. Und das um 2 Uhr nachts. Nichtsdestotrotz, Kind, machst du jetzt mal ein bisschen weiter. 780 Pfeifen hat sie verdient. Gute Nummer hat. So, ein bisschen Gas geben. Da ist sie, die Gute. Ja, das Telefon klingelt, wie ihr hört. Das ist allerdings kein Handy oder sowas, sondern das gehört zum Stück. So, können wir denn ein paar Sterne sehen? Jawohl. Oh. Da sind sie, die Guten. Ja, da wird es auch schon wieder heller. Die Sonne wird gleich aufgehen. Der schöne Wasserfall. Okidoki. So, weil wir gerade so gemütlich hier stehen, werde ich mal ganz kurz eine kleine Speicheraktion machen.